Das Leben ist ein Spiel. Dein Leben beginnt und du bekommst deine Karten. Das alte Heilbronn. Stellt's euch vor. Eine Reichsstadt voller Fachwerkhäuser, wunderschöner Bauten. Du hast die Karten. Jetzt bist du dran. Spielst deine Karten. Dein Spiel. Aber du weißt nie, was kommt. Der 4. Dezember 1944. Ein Bombenhagel, Feuerstürme. Und das alte Heilbronn nur noch Ruin. Und einfach so sind sie weg, deine Karten. Du bekommst neue, natürlich keine guten. Und jetzt? Was machst du jetzt? Die Heilbronner haben sie wieder aufgebaut. Ihre ganze Stadt. Aber halt keine Prachtvillen mehr und verträumte Gässchen. Jetzt ging's ums Überleben. Wenn du dich heute hier umschaust, was siehst du? Und schau genau hin. Also ich sehe die Geschichte einer Stadt. Ich sehe Menschen, die nicht aufgegeben haben. Am Ende zählen nicht die Karten, die du bekommst, sondern wie du sie spielst. Was du aus diesen Karten machst. Schau nach rechts. Genau. Zurück zu mir. Mach das Beste aus deinen Karten. Du glaubst es gerade nicht, ahnst es nicht mal. Aber ich werde dich gleich überraschen. Yay. Ich werde dich überraschen, weil ich genau das habe, was du brauchst. Wissen? Auch das. Worüber? Wo sind wir gerade? Verführungstechnisch? Du hast angebissen und ich bin dabei, alles klar zu machen. Heilbronn. Wir sind in Heilbronn. Tolle Stadt. Super Stadt. Mein Fachgebiet. Gut. Erzähl mir was. Von Heilbronn? Klar. Kein Problem. Ich hab's vor Augen. So, willkommen, Freunde, im Herzen Heilbronns. Hier haben Sie unsere Postkartenmotive. Die Kilianskirche, dann hier drüben das Kätchenhaus und das Rathaus. Deutscher Hof. Also, Freunde, willkommen im Deutschhof. Deutschhof? Die städtischen Museen. Ja, ja. Das Otto... Das Otto-Rettenmeier-Haus. Rettenmeier-Haus? Der Stadtgeschichte? Neu. Ha. Multimedialesk? Hier können Sie mehr als 1250 Jahre Stadtgeschichte erleben. Interaktiv. Ist nicht mal langweilig. Also, nach diesem kleinen Aufstieg von 196 Stufen stehen wir jetzt auf 34 Meter Höhe auf dem Wahrzeichen Heilbronns, der Kilianskirche. Hier drüben können Sie nochmal das Rathaus sehen und links sehen Sie das Büro des Oberbürgermeisters. Das war seit 1999 Helmut Himmelsbach, aber jetzt haben wir einen neuen, Harry Mergel. Wenn Sie mich fragen, ist so ein Rathaus nicht nur ein Gebäude, nicht nur die Verwaltung einer Stadt. Für mich ist ein Rathaus auch ein Symbol dafür, wie man hier mit seinen Bürgern umgeht. Ein Symbol für den Wandel hin zur Bürgerbeteiligung. Ein Symbol? Für den Wandel. Spannend. Das Ding hier ist 15 Jahre alt. Ich schreibe die Neuausgabe, also interessiert mich, was hat sich getan in den letzten 15 Jahren? Aha. Erzähl's mir und du kannst bleiben. Heilbronn, in den letzten 15 Jahren. Klar. Ein Problem? Nein, das... Gut. Du hast 4 Minuten. Ab jetzt. Gut. Die Stadtbahn. 2 Stadtbahnlinien aus dem Boden gestampft für eine umweltfreundliche Infrastruktur der Zukunft. Ein Vorbild für die Zusammenarbeit von Stadt und Umland. Ich würde ja sagen, ist besser als laufen. Aber da hätten wir, tadada, den Trollinger Marathon. Tausende von Läufern mittendrin in Heilbronn. Oder auch das Heilbronner Weindorf. Mehr als 300 verschiedene Weine, mehr als 300.000 Besucher. Oder hier. Stadtgalerie und Klosterhof. Da sprechen wir mal eben von 150 Millionen Euro Investitionsvolumen. Für die 2 Einkaufsmagneten mitten in der Stadt. Okay, weiter. Bildung. In Heilbronn gibt es natürlich viele Kindergärten und Schulen und natürlich die Hochschule Heilbronn, klar, toll. Aber wusstest du, Heilbronn ist Vorreiter bei der Einführung von Ganztagsschulen. Erste Großstadt Deutschlands mit gebührenfreien Kindergärten. Und hier, 20.000 Mädchen und Jungen gehen zur Schule, derzeit 8.000 Studierende und das deutlich steigend. Das steht da. Ich kann auch lesen.
Gut, reden wir vom Bildungscampus. Der neue Bildungscampus der Dieter-Schwarz-Stiftung verkörpert die Vision der Wissensstadt Heilbronn. Und die lautet kurz: lebenslanges Lernen. Denn Bildung ist unser wichtigster Rohstoff. Hier kommen Business School, duales Studium und eine Akademie für innovative Bildung zusammen. Und schau, wie sich das noch entwickelt. Oder das. Das Science Center Experimenta. Naturwissenschaft und Technik zum Anfassen. Wenn die Erweiterung hier steht, gibt's auf rund 13.500 Quadratmeter Fläche über 200 interaktive Exponate, Talentschmieden, ein moderner Science Dome und eine Biosphäre. Das wird was, Freunde. Nicht nur ein architektonischer Hingucker. Gebaut wird gerade viel. Hier, so sieht die Experimenta bald aus. Oder hier, der Neubau von Audi in den Böllinger Höfen. Die, tadada, größte Investition eines Unternehmens in Heilbronn. Seit dem Zweiten Weltkrieg. Der Zukunftspark wohlgelegen. Hier finden Zukunftsbranchen ihr Zuhause. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, hier hochzugehen. Na komm! Oder der Um- und Neubau der SLK-Klinik. Eine gigantische Investition in die Zukunft. Wo wir beim Thema sind. So, auf diesem gesamten Areal, was wir gleich sehen werden, auch hier drüben, wird 2019 die Bundesgartenschau stattfinden. Und es entsteht der neue Stadtteil Neckarbogen. Das ist die große Zukunftsvision Heilbronns. Du wirst sehen, das verändert die Stadt. Sie wird moderner, grüner, rückt noch näher an den Neckar. Und was hier entsteht, heilt die letzte städtebauliche Wunde des Zweiten Weltkriegs. Ich habe noch 15 Sekunden. Da wäre noch die Kultur mit dem ausgelasteten und gefeierten Stadttheater, das international erfolgreiche WKO, die Kunsthalle Vogelmann, das Theaterschiff, die Innovationsfabrik und die unzähligen Investitionen in die Fußgängerzone und die Neckarpromenade. Und das war's. Hat leider nicht für alles gereicht. Du hast ein gutes Gedächtnis. Danke, man sagt. Und du hast auch viel besser aufgepasst, als ich gedacht habe. Danke. Ich aufgepasst. Aber leider nicht gut genug. Wie sagt Bernd immer? Bernd? Welcher Bernd? Der Stadtführer. Bernd sagt immer: Schau genau hin. Woher? Komm schon, denk nach. Was dir helfen würde, wäre eine Führung. Ich studiere hier und helfe bei den Stadtführungen mit. Jetzt überraschte mich doch noch mit Sprachlosigkeit. Es kommt nicht darauf an, welche Karten du bekommst. Du kannst nichts dran ändern. Es kommt darauf an, was du daraus machst. Nimm unsere Stadt Heilbronn. Vor 15 Jahren und heute. Ging ganz schön voran, was? Ich denke, da können wir stolz drauf sein. Aber nur ganz kurz. Weil nur zählt, was wir daraus machen. Ab. Jetzt.